Hey, willkommen hier zu einer neuen Die Sims Let's Play Folge. Heute wieder mit unserer Apartment-WG, unserer Klee-WG, der Luna und natürlich der Lila. Und ganz neu, letzte Folge erstellt. Machst noch fleißige Hausaufgaben, sehr gut. Wollte nur gucken. Der Lila hier, ja, wir haben fleißig wieder Dates. Und natürlich ganz neu, letzte Folge erstellt, den Brownie-Klee, der kleine Welpe. Ja, der ist so goldig, guck mal an. Oh, wie sweet. Wow! Ich meine, diese Bugs hier, ne? Immer noch. Das ist so cool. Kleine Ratte hier. Oh, bist du goldig. Du bist so mini. Du bist so sweet. Immer ein paar Fotos als Andenken. Guckst du, was die Luna macht? Hi. Aber nicht ins Haus kacken, ja? Vor allen Dingen, wir haben einen weißen Teppich. Du bist so knuddelig. So, wir gucken heute, dass wir unser Bestreben hier, ja, Viererschülerin, Mann, unser Bestreben hier weiter voranbringen, denn wir haben noch einen Freund, brauchen wir noch, dann haben wir das Bestreben fertig. Und ich dachte mir, bevor die Schule anfängt, die fängt schon an, scheiße, gehen wir schnell in den Urlaub nach Selvadorada, ja, bevor es weitergeht mit, ja, wir müssen das... Ja, wir müssen das mit Lila machen. Bevor es weitergeht mit Jahreszeiten, müssen wir mit allen nochmal in den Urlaub, oder? Hallo, auf jeden Fall. Dann nehmen wir direkt mal diese zwei Sims damit. Wieso geht es denn nicht? Was sind die denn? Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher das ist. Scheiße. Der Tom auf jeden Fall. Und wer ist der andere? Schitake. Das war doch die eine da. Wo ist die denn? Wo ist sie denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist er denn? Ja, die Emily, genau. Und die Luna geht natürlich mit, unsere Archäologin. Und ich würde auch mal sagen, komm, wir nehmen die zwei da noch als Beiwerk mit. Die Sky darf auch mit. Ja, die Sky darf auch mit. Die Family, die ursprüngliche von Luna, würde ich sagen. Lila hat ja nur noch Blue. Der ist gerade momentan noch tot als Geist. So, oh, die sieht ja cool aus. Okay. Da gehen wir mit denen in den Urlaub. Selvadorada aufgewacht hier, sehr kokett, aufgestanden. So, wir hätten gern mal Urlaub, wir haben zwar nicht viel Geld, aber wir fahren trotzdem bitte mal hin, okay. Ja, 1733 haben wir, das muss reichen. Wir sind flotti karotti sein. Selvadorada, das ist die Welt aus dem Dschungelabenteuer. Hier, Klee-WG und Freundin. Freunde, oder? Frei und Freundin, achso, ja, ja. Na. Ja, wo gehen wir denn hin? Die Feldstation. Casa Color ist zu teuer. Das Ding ist, glaube ich, zu klein. Boah, wie geil das aussieht. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Das Atlantis Pool und Spa hier in der Vorschau. War ja das Museum ein Witz dagegen, oder? Also ich würde sagen, wir gehen mal in die Feldstation. Da muss es genug Platz haben. Würde ich schon sagen. Wir machen mal zwei Tage. 1400. Aber gerade so reicht das noch, ja. Mal gucken, was... IQ-Begrenzer, Leckerli? Echt? Den Faxen deines Nagels. Bestell im Computer oder bei der Tierklinik einen IQ-Begrenzer, Leckerli. Ja. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Hallo. Oh, du stellst schon wieder. Oh Gott, alles müde, kein Bock mehr von der Reise. Ja, mich graust es auch vor dem 11-Stunden-Flug nach L.A. aber das wird schon, ne? Danach. Die Vorfreude überwiegt dann natürlich. So, ja, Luna. Lila natürlich. Wir müssen jetzt hier mal nochmal, guck mal, Anmachspruch machen. Und hier auch mal, wir gucken das mal. Wir machen das mal parallel. Hände küssen. Probiert das mal. Komm, wir müssen ein bisschen rumknuddeln. Knuddelt mal ein bisschen rum. Hey, du hast voll schön roten Schuhe. Ich habe gar keine Schuhe. Wo weißt du das? Lila weiß alles, schmutzige Witzchen, ja. Mal gucken, ob sie sich gegenseitig fighten. Bestimmt haben wir dann bei beiden negativ. Sollen wir mal knutschen? Ich brauche noch mal einen Freund hier, ja. Dass ich mal bestreben werde, ich krieg hier. Ein Filmschwärmen, was ist ein Film? Betören. Oh ja, machen wir mal betören, das ist wichtig. Das ist gut, wenn man das machen, das nicht, das machen wir mal. Nee. Flirten, betören. Unruhestifter. Brownie ist eine Unruhestifterin. Sie ist schwieriger zu erziehen und kann zu schlechten Verhalten ermuntert werden. Romantik. Wir müssen dich betören. Werf deine Pfeile, kleiner Amor. Ui. Ist das cool. Oh, das war da so sweet gerade, ne? Die sitzen so Rücken an Rücken. Gnadenlos kitzeln. Das ist geil. Hände küssen. Ja, Lila, komm.
Komm, wir müssen ein bisschen knutschen hier. Oh, da hat's genug Betten. Das ist ja für alle Betten. Oh, all of ja, ist cool. Hey, langsam, langsam hier. Ach, wie sweet. Ach, die zwei sind hübsch. Zusammen, ne? Tom Böküs. 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 Ersten Kuss hier. Ja, Sky, geh mal weg hier. Wir wollen hier rumknutschen. Kompliment über Aussehen, Mann. Komm, ihr geht weg. Sie checkt's eh nicht. Wow, oh, der hat voll die geilen Tattoos. Guck mal hier, bis zur Hand. Haben wir die denn her? Ersten Kuss erleben, hatten wir doch gerade schon. Flirten. Schaffen wir das jetzt schon mit dem Freund werden hier? Knuddeln. Rose bekommst du, dann klappt's, ne? Mit Rose klappt's. Bist du eigentlich Single? Oh, Dankeschön hier, wow. Oho. Ja, du kriegst dich so schnell rum durch diese Merkmale. Ich finde das jedes Mal so geil, ne? Verführerisch, betörend und romantisch. Denkst du schon wieder ins Puppenhaus? Mit einem Freund zu sein. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja, Serienromantiker bestreben, willst du mein Freund sein? Ja, yes. Wir haben 8 Freunde, Lila ist mit 8 zusammen. Yay, Dachi. Bestreben erfüllt. Lila hat das Serienromantikerin Bestreben abgeschlossen. Lila hat in allen richtigen Orten nach der Liebe gesucht und ihren Traum verwirklicht, eine Romantikkennerin zu werden. Verdientes Merkmal Spielerin. Lila wird nie für Eifersucht sorgen. Wie toll. Wir haben ein Bonusmerkmal Spielerin. Wegen Abschluss des Bestrebens. Spieler erringen nie Eifersucht, was immer sie auch tun. Wie toll, wie toll. Ja, da müssen wir jetzt gucken. Seelenverwandte müssen wir jetzt suchen. Amore Amateurin. Heiratsmaterial. Erwachsen werden, mit besten Freunden auf Lebenszeit verheiratet sein. Und 2 Verabredungen mit den Ehepartnern Silber verdienen. Beziehungsstatus Seelenverwandter mit Ehepartner erreichen. Und seelenverwandte 50 romantische Gesten mit dem Ehepartner austauschen. What? 3 Verabredungen mit dem Ehepartner Silber verdienen. Man kann Verabredungen mit dem Partner noch machen? Das wusste ich auch nicht. Tja, cool. Ein Date mit dem Partner. Natürlich macht das Sinn, aber habe ich jetzt nicht so irgendwie... ja klar, das macht's. Ja, gut. Komm, wir machen das Bestreben. Geschafft. Next one. Seelenverwandt. Jetzt haben wir uns durchgevögelt, hätte ich schon fast gesagt. Zeige ich aber nicht. Es wäre ein bisschen. Ja. Ja. Ich sag's nicht. Deswegen. Oh Mann, Daniel, echt. Das werde ich ganz rot. Es wird mir warm. So. Kann ich das irgendwie noch rausschneiden? Hey Mann. So, Zeit für die Schule. Komm, ruf mal an hier und sag mal hier, sorry. Sorry, ich bin hier voll hier krank. Sorry, ich bin voll krank. Das geht es nicht. Urlaub verlängern. Was geht denn das nicht? Aber wir müssen noch Rechnungen bezahlen? Verdammte Axt, wir gehen in den Urlaub. Oh nein, ist wieder voll scheiße. Du bist eh schon schlecht. Du hast schon 4er hier nur. Mach mal deine Hausaufgaben fertig. Das gibt's ja mal gar nicht. Hast du wieder zu Hause vergessen, ne? Das machst du doch mit Absicht. Kannst dich mal bei dir selbst aktivieren. Das goldene Tokamalore Chaos-Relikt. Oh nein, das macht einen Fluch. Oh scheiße, stopp. Jimba! Was haben wir gemacht, das Ding? Das haben wir zusammengebastelt. Von die Arbeit. Oh nein, jetzt hast du den Fluch. Verdammte Axt. Scheiße. Jetzt bist du wieder verpeilt. Weil du irgendwie süß aussiehst mit den Augen, wenn du so rumschielst. Geil. Scheiße. Wo auch immer sie hinzieht, erblickt sie jede Menge Köstlichkeiten. Ach, das könnte ich sein. Essen. Du musst jetzt mal brunchen hier. Was gibt's denn hier für salvadorianische Spezialitäten? Das hört sich so an, Pan de Muerto hier, oder? Ist da bestimmt das Ding. Pan de Muerto hier. Muerto, ist das nicht tot? Einzelportion. Mach dir mal so ein Muerto-Dingens. Schau, Baby. Lila, du pennst jetzt? Ja, wir haben nur Einzelbetten hier, sorry. Und das andere Date. Sorry, Emily Hudson, wer auch immer die erstellt hat von euch. Wir haben jetzt hier, glaube ich, einen gefunden, ne? Schlüpfrige Frage stellen. Bist du so müde? Das glaube ich gar nicht. Nee, bist du gar nicht.
Ja, toll. Jetzt ist die hier todkrank oder was? Wir müssen jetzt den Fluch... Dieser Fluch bewirkt, dass Sims überall Essen sehen, das aber leider nicht genießbar ist. Der Heißhunger, aus salvadorianische Gerichte zu stillen, könnte helfen. Also wir müssen salvadorianische Gerichte essen, sonst kann die Luna sterben. Ja, den Fluch hatten wir schon mal. Die denkt die ganze Zeit an das Essen. Und wir müssen jetzt salvadorianische Gerichte essen, damit es wieder gut wird. Können wir irgendwie... Oh, Brownie, können wir machen? Das ist ein Brownie. Was für Brownie? Ein Fleischkuchen. Fleischknochen. Fleischknochen. Mach mal ein Fleischknochen. Ja. Sorry, Luna. Ich kann jetzt auch nichts ändern. Du bist voll verpeilt, aber wir kriegen das schon hin. Du musst es essen. Vielleicht wird dann der Fluch besiegt. Ausgezeichnet. Oh, Jonas hat schon hingerichtet hier. Wie brav, ne? Oh nein, du bist glaube ich wirklich schwanger, oder? Der ist echt schwanger! Leck mich im Arsch! Der ist wirklich schwanger, der wurde ja von Aliens entführt. Vor 2 Folgen, glaube ich. Nein, du bist echt schwanger geworden noch. Ich hab's mir schon gedacht. Fuck! Du bist echt schwanger. Ich glaub's nicht. Jonas ist schwanger, guck den mal an! Nein! Nein, der ist schwanger! Ich sehe es ja von weitem. Ist doch nicht zu fassen, oder? Meine Güte, zum Glück haben wir den mitten in Urlaub genommen, sonst hätten wir es gar nicht gecheckt. Ja. Und ich glaube, das ist auch noch fruchtbar und so. Nicht, dass es wieder 5 Alien-Kinder gibt. Wir haben schon 2. Die Luna und die Sky. Ja, ihr 2 Hübschen hier. Ihr seid gemeint. Ja, du und du. Und wird das was? Ich glaube, das ist nix. Guck mal, der mag euren Hundi. Die Mami kocht was für dich. Eine deiner beiden Mamis. Nee, jetzt ernsthaft? Unser Jonas ist schwanger, meine Fresse. Oh, da hat sie hier Schwangerschaftsfoto hier. Oh nein! Du bist schwanger. Mach mal zusammen ein Foto, bitte. Foto machen mit Jonas. Komm, mach mal ein Foto mit Jonas. Komm. Erstmal für den Hundi was. Was war das für ein Riesenbrett? Ja, ist gut, wenn du auch den Hundi von uns liebst. Ich hoffe es doch. Krieg gleich mal einen Wohnungsschlüssel. Die lila Blaude, das Geheimnis aus, dass sie noch 7 andere Freunde hat. Und die ist verführerisch. Und wir betören den nochmal. Der wird jetzt hier voll vereinnahmt von Lila. Ich finde das Tattoo so geil mit den Händen. Wo hast du das denn her? Wow. Chakalaka hier. Ich bin dein Mann hier. Endlich mal einen Braunhaarigen in der Familie. Ist das cool. So, kriegt der kleine Hundi jetzt was zu mampfen? Nee, macht jetzt nicht auf dem Klo ein Selfie. Das ist jetzt nicht euer Ernst hier. Und auch noch mit dem Hut so blöd. Ernsthaft mal. Sieht man den Schwangerschaftsbauch gar nicht. So, machen wir nochmal so ein richtiges. Und nochmal so eins hier mit den... im Screenshot-Ordner gespeichert wird, dann hat man mehr Körper drauf. Geheimnis ausplaudern, nee, nicht du. Du. Kann man ein Baby fühlen oder so? Hallo? Gedächtnis löschen. Das ist ja schlimm. Das machen wir aber nicht. Gemein? Vorgeben, tough zu sein? Verbotene Wörter hier. Nee, wir müssen freundlich, muss das doch sein, oder? Mitfühlen. Mach das mal, was bringt das? Ein bisschen unsere Alien-Fähigkeiten einsetzen. Wo ist das Baby fühlen? Nee, ernsthaft, oder? Über Allzeit fragen. Oh, Lila, was machst du mit dem? Unfaires hier, Gehirnleistung reden. Oh nee, ich glaube, das ist ein bisschen bedabbelt. War alles beschweren. Bewunderung ausdrücken, aber du bist doch schwanger, guck dich mir mal an. Hallo. Krieg doch mal einen Wohnungsschlüssel, dann kommt er vielleicht. Aber das kann doch nicht sein, dass der jetzt schwanger ist. Vorgeben, tough zu sein. Ich dachte, das geht gar nicht mehr im Alter. Ja!
Wieso pennt ihr die ganze Zeit? Geht mal raus, hier ist wunderschön. Diese Welt. Da oben baut Daniel momentan sein Modern Jungle Haus. Und hey, ich habe gehört, dass du dich mit Tom Björk angefreundet hast. Das ist ziemlich cool. Ja, wenn du wüsstest. Eine unserer Freunde, Lila, ne? Luna, wir müssen gucken, dass wir... Hast du den Fluch besiegt? Ne, hast du noch nicht, ne? Wir müssen mal gucken, dass wir das Essen hier kriegen, ne? Wir reisen nicht so runter, wir reisen mal zum Markt. Da gibt's ja das Kramszeug. Kann man sich das nicht liefern lassen? In die Kantine reisen wir mal. Komm, wir nehmen alle mit. Wir nehmen alle mit. Kennst du den Freund von hier noch gar nicht? Wo ist jetzt der Freund? Na toll. Na gut, dann lassen wir den halt dort. Oh nee, Jonas ist schwanger. Das habe ich ja gar nicht eingeplant. Verdammt. Jetzt ist er echt schwanger geworden. Das glaubst du nicht. Jetzt erfährt man wieder mal so zufällig, ne? Wahrscheinlich hätte ich irgendwann wieder mit Jonas dann gespielt, wenn er wieder in der Reihe ist. Und dann, ja, Baby da. Und das ist super toll. Ja, ja. Oh, du bist schwanger, ne? Oh, Baby. Ich glaube, du hast ein Baby, Jonas. Ich glaube auch. Entschuldigen. Wieso entschuldigen? Was habt ihr gemacht? Hallo? Kann man da jetzt echt nicht nach Baby? Das ist dir kurz übel, ne? Eigentlich bin ich ja ganz nett, ne? Das weißt du ja. Nach all seinen Fragen. Ups, hätte nicht fragen sollen, ne? Wie ist eigentlich so alt zu sein, so mit komischer Polaroid-Kamera? Die glücklichste Stunde für geizige Sims. Es gibt Getränke zum halben Preis. Sehr gut, wir wollen noch was essen. Wir brauchen ein Kohlen, das teurere, die Bibunele, Bunelos, da, was weiß ich. Was machst du jetzt? Sprinte voran, hier, komm. Sprinte voran. Du kannst hier mit dem Brownie Simstagram machen und wecken. Ah, der Brownie-Baby liegt da rum, ist das sweet. Ach, wie toll. Guck mal das Bild an. Ach, wie sweet. Mit den Lichterketten da, ach, das ist cool. Unser kleiner Streunerhund, würde ich schon fast sagen. Ist der goldig. Ist der cool. Kann man da durchfotografieren, das ist auch schön. Ja, das ist ein bisschen blöd hier, ne? Das ist auch cool, dass du dazwischen... Ich meine, hier noch ein Simstagram-Star hier aus dem kleinen Wonneproppen. Ah, das ist Simsma hier. Brownie hat 110 Simstagram-Follower dazugekommen, wie cool ist das denn? Holst du dir jetzt was zum Essen? Hallo, ich hätte mal gern das Zeug hier. Ja, ich bin nämlich verflucht von meinem eigenen Relikt, weil ich nicht mehr angelesen habe. Nicht mehr die Anleitung gelesen habe, nachdem ich damals schon... Ja, aber wir können andere verfluchen, Luna, wenn du willst. Ja, ich will lieber zu McDonald's hier. Zum Warren. Müssen wir auch mal wieder. Was kommt denn da jetzt für eine Trulla? Hallo, sind die Einheimische? Nee, bin ich nicht. Nee, geht sie ja weg von meinem Tisch hier. Du laber, du altes Hicks. Hallo? Was geht denn ab? Schubsen hier, muss man schubsen. Ey, du bist voll scheiße. Ja, Daumen nach unten, ja. Geh mal als Staubsaugervertreterin werden. Wir haben nämlich keinen im Spiel. Wir haben Robi-Staubsauger, ist viel cooler. Lass dich nicht ablenken, ne? Wer ruft denn an? Rose, hi. Wir hatten so unsere Probleme miteinander. Aber vielleicht können wir ja Freunde werden, wie geil. Wie wär's mit einem Abendessen im Western-Restaurant? Ja, traust du dich raus, Rosie? Ach, du bist ja jetzt immun gegen Sonnenstrahlen. Das wäre jetzt natürlich cool. Ich hätte jetzt die gern fertig essen lassen. Unsere lila Luna. Wir wollen doch eigentlich im Dschungel noch ein bisschen was machen. Komm, dann machen wir trotzdem. Wir müssen ja unbedingt mit denen mit, wenn die ihn schon fragen. Guck mal, nehmen den Tom da auch nochmal mit.
Da brauchen wir einen großen Tisch. Ich weiß nicht, ob es im Western-Restaurant große Tische gibt. Ist okay. Wir gehen mal einfach. Wir trauen uns das. Müssen wir dann vielleicht mit Luna wieder zurück in den Dschungel, damit die das Zeugskrams da noch gegessen bekommt. Jetzt ist der Jonas echt schwanger. Das macht mich voll fertig. Die sterben ja, bis die Kinder da irgendwie Kinder sind. Echt mal, das gibt's doch nicht. Sky muss dann auf die aufpassen. Boah, wenn es mehrere werden, das ist ja fruchtbar auch noch, glaube ich. Verdammte Axt, das ist auch noch fruchtbar. Das ist mein Western-Restaurant für alle, die es nicht kennen. Warren, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Emily Hudson angefreundet hast. Ja, woher kennst du die denn immer? Was macht ihr, wenn ich nicht mit euch spiele? Voll cool, hier ist so ein Western-Restaurant, habe ich mal gebaut, ohne TT. Und da kann man sich gut gehen lassen, würde ich jetzt mal behaupten, ne? Das ist cool hier. Und wo ist die Rosie? Rosie, wo bist du? Rosie. Die gefällt ja ungemein unten. Da gibt es gar eine Karaoke-Bar und so. Dieser Küchenbereich hier, das hier ist so toll. Guck dir mal das an. Wie schön detailliert das gemacht ist. Schönes Western-Restaurant. Gibt es in der Galerie natürlich auch als Download. Sogar mit Kellner-Outfits, die in diesem Stil so ein bisschen angehaucht sind. Da ist die Rosie. Hi, Rosie. Oh, die umarmt gleich ihren Adoptivpapa. Kompliment, Mann. Subi, hallo. Ja, guck mal, sie ist schwanger. Sie ist schwanger. Schwangerschaftsdschungelgangster hier, ne? Schwangerschafts-Jonas. Von Aliens entführt und dann schwanger geworden. Oh, der ist ja heiß. Lila. Schnapp dir den mal. Luna. Genau, Luna, das passt auch noch ein. Komm, du holst dir den Cowboy, Luna. Stell dir mal am besten beide vor. Was macht ihr denn da? Komm. Hufeisenwurfspiel. Du bist hier im falschen Land, ne? Du bist hier in Westworld und du musst eigentlich zurück ins Jungle World. Hinten das Disaster House und hier, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Ich glaube Modern Black oder Block oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Black Block. Eieiei. Die Sonne ist nicht gut für Rosie. Du musst irgendwas mampfen. Du musst irgendwas mampfen. Jetzt hast du dir den gekrallt. Jetzt krallst du dir den, ne? Sina ist auch da. Hallo, Sina. Hallo. Hallo, Sina. Treffpunkt empfehlen. Hey, geh mal zum Museum. Das ist voll cool. Das tut dir gut. Brownie hat Hunger. Oh, nee. Brownie. Hast du den Cowboy jetzt dir abgecheckt? Wo ist er denn jetzt? Sieht er sich auf dem Klo versteckt oder was? Da wie oder was? Rosie ist jetzt auch da. Wollt ihr nicht zusammen mal was essen? Ich könnte wieder nicht aufhören zu spielen. Ach, wie cool. Ja gut, okay, it's alright. Wo ist jetzt der Cowboy? Hey, da, stopp. Da ist er doch. Cowboy, freut dich vorstellen kann. Oh, lauf doch nicht alle immer ineinander rein da. Nicht zu fassen. Wow. Der ist ja echt knackig, du. Wer ist denn das? Jack Sawyer, ist das nicht auch einer von euren Sims? Der ist ja heiß. Oder war das von Sinas Partner einer? Ja, ich bin voll unwohl, ich bin voll müde. Und was hast du da? Überwältigender Geschmack. Waren ein wenig zu heftig. Luna könnte das Gericht nicht ganz aufessen. Du solltest dich erst an den Geschmack gewöhnen, versuche diese vedorianische Kulturfähigkeit zu erhöhen. Ja, super. Hier seid sich soll es essen, hier seid sich soll es nicht essen. Komm, geh hoch, noch einmal kurz quatschen da mit dem Cowboy, dass du den im Kontaktbuch hast hier. Komm. Komm, das machst du bitte. Komm, jetzt mach. Mach bitte. Brauch den. Der ist cool. Da ist er. Schnapp ihn dir. Das ist ein anderer. Die sind alle heiß, die Cowboys halt, ne? Oder Heusbu. Ich glaube, der ist ein bisschen zu alt für dich, oder? Nee, Raffaello Breeze. Von Madame Breeze hier. Ich glaube, der ist verheiratet. Luda, das sollst du hier den Dinger da abchecken. Das ist doch geil. Das ist die Aufgabe noch. Dann wird die Folge beendet, wenn du das geschafft hast. Du hältst den voll von der Arbeit ab. Luna, komm. Luna, bitte. Bitte. Lustig vorstellen. Freundlich okay. Vorstellen. Ich bediene ja die hier. Wir müssen uns, glaube ich, an den Tisch setzen. So, komm, schnapp ihn dir doch. Schnapp ihn dir. Schnapp ihn dir, nicht den anderen.
Mimi. Komm bitte jetzt. Restaurant. Kompliment überbringen. Ich komme jetzt so an den ran. Dag, Dag, Dag. Freundlich. Karriere fragen. Oh, ich super Koch hier, ja. Ein bisschen ablenken. Und Persönlichkeit analysieren. Das machen wir mit Alien-Fähigkeiten. Muss jetzt irgendwas gut sein. Well, dir hat es geschmeckt. Wunderbar. Ich werde den Koch bei Gelegenheit ausrichten. Okay. Ich hätte gerne noch mal Tier vorführen. Oh, das ist cool. Willst du meinen Dackel sehen? Willst du meinen Hundchen? Ja, Mann, ich bin doch hier ein Nerd. Ja, ich sehe doch gar nicht. Doch. Du siehst schon was. Kannst du auch was Salvadorianisches machen? Die Basa. Ach, weil das so. Luna hat erfahren, dass Jack als Kellner Level 1 bei Western Restaurant arbeitet. Ja, ach was jetzt. Ernsthaft? Kennenlernen. Komm, do it. Let's do it, bitte. Ich glaube, die Luna, die muss jetzt wirklich pieseln und nach Hause. Lila, du bist schon hier beim nächsten dran. Wer ist das? Colin Jackson. Ich glaube, das sind alles eure Sims. Kann das sein? Chips nehmen. Das kostet nichts, ne? Wir sind in Spanien. Ich hätte mal einmal Chips. Danke. Holst du selber raus, ne? Ja, klar. Du alte Checkerin hier. Ja, das ist das Western-Restaurant. Ich bin Daniel von SimFans.de. Das hier ist die Sina. Die hat auch Hunger. Ja. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge, wenn ihr noch mögt, dann hier im Let's Play. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video. Eure Wahl. Bis denn. Macht's gut. Ciao.